Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Wir machen jetzt weiter. Ich muss mal kurz die Mucke anpassen, glaube ich. So? Vielleicht. Es sind anderthalb Wochen vergangen, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich hatte ein bisschen was im Voraus. Ich hatte noch nie so viel im Voraus, by the way. Wie für Forza. Wir gönnen uns erstmal diese beiden Autos. Denn, ja, die Saison ist für mich schon wieder abgeschlossen, wie man sieht. Ich muss halt nur noch die wöchentliche Scheiße machen. Also, ne, die täglichen Herausforderungen so rum. Da habe ich beides keinen Bock drauf und brauche ich eigentlich nicht. Deshalb werde ich es wahrscheinlich lassen. Wir machen heute eine Story. Willkommen zurück, Boss. Danke. Und zwar wahrscheinlich eine relativ kurz. Story, warum ich nur ein neues Auto? Okay, egal. 100 Forza-Punkte, nice. Kleiner Spaßfakt übrigens. Weil so viel Bugs am Anfang waren, hat man übel viel Forza-Punkte gekriegt. 2000, um genau zu sein. Eigentlich sollten es nur 1000 sein, aber man hat trotzdem 2000 gekriegt. Ich werde mir den Porsche wahrscheinlich noch holen, der ist aber wieder kaufbar. Der war mal wieder umsonst. Also, das hier ist mal wieder. Also, das 400er Auto ist eigentlich immer das, was man sonst nicht kriegen kann. Letztes Mal war es die Corvette oder war es der Honda letztes Mal? Auf jeden Fall gab es eine Corvette und einen Honda bereits so zu kriegen. Habe ich mir auch beide direkt geholt. Ich glaube, ich habe Musik jetzt zu laut. Ja, also. Wir haben noch zwei neue Nachrichten. Das ist im Endeffekt ja immer egal, ne? Also, ich lese mir die Sachen nie durch. Sollte ich vielleicht mal tun. Und da steht, dass man 1000 Forza-Punkte gekriegt hat. Und hier gibt es nochmal einen Super Wheel Spin. Zwei. Warum auch immer. Stand wahrscheinlich gerade bei, habe ich mich durchgelesen. Okay, nichts Gutes. Schade, die 300 hätten mir besser gefallen als die Isetta. Egal. Dann haben wir hier, glaube ich, nochmal Fuhrpark erneuert. Ja, super, geil. Und dann sollten wir uns mal langsam einer Story widmen, ne? Gehen wir mal auf Story. Wir machen heute nochmal eine kurze Story. Eine von denen hier. Ich würde sagen, wir machen die von oben nach unten. Also jetzt das hier. Testfahrer Horizon Rush. Und dann machen wir eventuell noch ein Schaurennen heute. Dann werde ich mit Schaurennen langsam durch. Kann ich hier auch von der Liste streichen. Oh, ich würde sagen, wir starten das erstmal. Canyon Spritzfahrt. Immer eine pro Festivalgelände, glaube ich. Also einmal so drei Aufgaben pro Festivalgelände. Testfahrer. Wenn mich nicht alles täuscht. Puh. Jamin hat uns gebeten, Telemetriedaten aller Stuntfahrer bei Horizon Rush zu sammeln. Er meinte, du wärst am besten von allen. Das sagt er nur aus PR-Gründen. Dann lass uns mit Wissenschaft beweisen, ob du nur bescheiden bist, hm? Nimm den Hoonigan Cossi V2. Cossi? Bruder, nein! Lippensynchronität, nein. Fangen wir mit einer entspannten Tour in der Region an. Ich nehme noch keine Telemetriedaten auf. Keine Ahnung. Warum nicht? Ich dachte, das wäre Horizon Rush. Sisi, du hast recht. Neuer Plan. Telemetrie an und drück durch. Lass uns. RIP! Gut, wegen Bremsen. Uns raus aus Los Jardines. Fahr nach Norden Richtung. Jardines heißt er. Klar. Wir machen ein Abenteuer draus. Los Jardines heißt das, also okay, wir müssen da hoch. Vielen Dank. Würde ich ja mal ganz stark sagen. Querfeld 1 ist in 5 gefühlt immer schneller. Weil man wirklich gut Offroad fahren kann in 5. In 4 fand ich es schon gut, aber in 5 ist es wirklich krass. Wenn man jetzt nicht gerade so beschissen fährt wie... Junge, das waren gerade 10 FPS oder so? Willkommen im Valle de las Ranas. Die Geologie ist echt faszinierend. Ich bin mir nicht sicher, ob die Aufnahme gerade laggt. Hast du noch nie gesehen. Ja, doch schon. Ich glaube, die Aufnahme laggt. Fuck. Warum laggt jetzt die Aufnahme? Also, jetzt gerade laggt auch das Spiel. Gleich wieder da. So, leckt die Aufnahme immer noch? In 400 Meter links abbiegen. Die Aufnahme leckt immer noch des Todes, ne?
Er sagt aber nichts von Überlastung. Das kann natürlich auch nur ein Anzeigefehler sein, aber wenn sie laggt, dann wäre kacke. Also ich kann jetzt halt auch so spontan nichts umstellen. So, ich nehme immer noch auf 2K auf. Jetzt geht's wieder, oder? Es kann auch sein, dass es gerade nur so extrem scheiße aussah, weil nicht, also das Spiel hat ja auch hart geleckt, teilweise. Boah, ich bin nicht sicher. Ich habe hart das Gefühl, dass es alles laggt. Es ist natürlich total geil, wenn man sich auf Fahren und auf Aufnahme gleichzeitig gerade konzentriert, wenn man versucht herauszufinden, ob es laggt oder nicht. Wie gesagt, ich habe auch keine flüssige Auflösung hier und ich weiß nicht warum. Achso, ist schon der letzte Zielort, okay. Ich muss mal gleich gucken. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch ändern soll. Weil ich nehme jetzt genauso auf wie vorher. Ich habe gerade einen Browser mal zugemacht. Vorher lief noch, jetzt lief kein Video, aber ich hatte halt noch ein Video im Hintergrund offen. Weil das hier ist ja alles super flüssig. Ich habe jetzt aber auch nicht Zeit, irgendwie 2,5 Stunden zu schneiden nebenbei. Also ich werde nach dem Ding hier mal kurz pausieren. Wir nehmen die Serpentinen runter in den Copper Canyon. Da steht Rase zum letzten Zielort, Freund. Warum muss ich denn noch an? Jetzt laggt mein Spiel wieder. Jetzt laggt auch die Aufnahme wieder. Was soll denn das? Also ihr seht ja, wenn ich Frame-Einbrüche habe. Junge. Also ich habe bewusst... Junge. Ich habe bewusst die Auflösung des Spiels nicht hochgestellt, weil ich mir schon dachte, so, das wäre bestimmt nicht so gut. Aber ich tippe mal darauf, dass das hier gerade richtig hart laggt. Ist übrigens total geil, wenn man versucht, nebenbei noch auf den rechten Bildschirm zu gucken. Um zu sehen, ob es laggt. Vor allem das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, hat es nicht geleckt. Und da habe ich unter genau den gleichen Umständen aufgenommen. Mehr Landschaft, aber weniger Drift. Nein, ich habe so auch nicht die Dingens genommen. Von daher. Warte mal, wäre da schon die scheiß Höhle gewesen? Nö. Oder? Bin ein Stück weiter da gewesen. Nö. Okay. Ich wollte nicht nochmal zurückspulen. Entschuldigung. Also nach, was mache ich denn hier? Ich mache jetzt mal wieder Mucke an. Ich versuche mich jetzt nicht mehr auf die Aufnahme zu konzentrieren, weil die leckt des Todes. Ich versuche mich jetzt mal kurz auf Fahren zu konzentrieren und dann gucke ich gleich mal nach diesem einen Rennen nach, was da schiefgelaufen ist und nehme es eventuell nochmal neu auf. Junge, jetzt hat es aber auch wieder im Spiel geleckt. Ich sollte gleich eventuell mal gucken, ob mein Computer vielleicht einfach gerade überlastet ist. Und ich mal neu starten sollte. Runter in den Canyon. Touristen stehen drauf. Genau wie Horizon Schaurennfahrer, wie ich hörte. Der Zug ist schneller als du denkst. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, der Zug ist leider echt schnell. Oh Junge. Warum habe ich hier nur 52 FPS? Wir sind im fucking Tunnel. Sehr gut, wenn ich zuhören würde. Übrigens, kleiner Spaßfakt am Rande. Funktioniert total gut zu sagen, ich konzentriere mich jetzt aufs Spiel und gucke nicht mehr auf den rechten Bildschirm. Nicht. Das war wirklich einfach. Hey, muy bien. Jetzt, wo du dich in der Region auskennst, bekommen wir bessere Telemetriedaten. Ich werde Jamin und die Universität anrufen und melde mich bald. Mach das mal. Ich werde jetzt mal eben gucken, ob das wirklich so leckt, wie es aussieht, weil das wäre echt eine Katastrophe. Muss ich einmal rechnen, neu starten, wirklich alles im Hintergrund ausmachen. Das sieht komplett laggy aus. Hola, mi amiga. Hey, wir haben einen neuen Forschungsauftrag von der Universität und von Jamin. Also, hauptsächlich Jamin. Top, wir spinnen nochmal eben kurz. Also nicht mal das läuft flüssig nach eurer Aufnahme. Kann es nicht sein. Ich denke, dass es ein Bug ist, aber also dass es nur ein Anzeigefehler ist. Wir sind gleich wieder. So. Für euch eine Sekunde. Für mich doch eine ganze Weile.
Ich habe den Rechner neu gestartet. Ich habe vorher einmal durch den Task Manager geschaut. Nichts Auffälliges gesehen. Wie gesagt, ich habe nichts verändert seit der letzten Aufnahme. Ausrüstung, um geografische Forschung durchzuführen. Aber wir könnten genauso gut Stunt-Videos damit machen, oder? Guter Ratschlag. Es lag schon wieder. Gracias. Ich bin schließlich Wissenschaftler. Fahren wir los. Ich glaube, es lag schon wieder. Wir werden jetzt sehen. Ich habe am Berg eine kleine Route gebaut. Mit Serpentin und vielen Sprüngen. Zeit runterzufahren. Bleib zum Driften auf den Straßen. Oder nimm eine Abkürzung für etwas frische Luft. Ich werde unterwegs Forschungsdaten sammeln. Du brauchst dich nur um die Fähigkeitsketten für Jamin zu kümmern. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Also wirklich gar keine. Das ist der falsche Bildschirm. Das ist auch falsch. Kannst du bitte mal nicht das hier aufnehmen, sondern... bitte. Ich weiß nicht warum. Zeit zum Fliegen! Das lag genauso schlimm. Die Forschung deutet darauf hin, dass Fans von Horizon Rush gerne driften. Wir zerstören Sachen. Okay. Das sind Scheiße. Also, das sind Scheiße, ja genau, Fisch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war bis vor dem letzten Update von Horizon kein Problem. Nie. Ich hab's auch schon mit drei Bildschirmen gemacht. Ich meine, ich habe im letzten Part schon drei Bildschirme angeschlossen gehabt. Müsste ich nochmal reinhören, aber ich meine ja. Sonst hätte ich gesagt, okay, liege ich jetzt irgendwie daran, dass ich drei Bildschirme habe und er es jetzt nicht mehr kann. Hat aber im letzten Part keine Probleme gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich tun soll. Weil ich kann jetzt nicht aufnehmen, so während es leckt. Das ist ja übel kacke. Probier jetzt mal was ganz, ganz Dummes aus, was mir nicht vorstellen kann, was funktioniert. Wir probieren es aber mal aus. Ja, nee, funktioniert überhaupt nicht. Also falls ihr irgendeine Idee habt, woran das liegt, dann bitte ab damit in die Kommentare. Ich werde jetzt auf Full HD umstellen müssen. Und hoffen, dass das reicht. Das ist seltsam. Also ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass es am letzten Update von Fallout liegt. Ich werde hoffen müssen, dass... ich habe jetzt... Also wundert euch bitte nicht, wenn ich immer noch fahre wie absolute Grütze. Ich werde immer noch zwischendurch auf ein... Dingens gucken müssen. Auf einen anderen Bildschirm halt. Hab's jetzt mal nach rechts geschoben. Nach links. So, jetzt kann man hier nochmal driften, anständig. Ich schick diese Fähigkeitskette an die Abteilung für Mathematik. Ja, und dann? Also, why? Also Full HD gar kein Problem, aber das ist natürlich kacke jetzt. Vorher schön 4K, 2K. Ich habe ja nicht mal 4K ausprobiert, weil mir schon klar war von vornherein, ja, nee, das wird nix. Ich hatte, glaube ich, Dingens versucht auf 4K zu streamen. Und das wird schon nichts. Und das ist nicht so aufwendig wie das hier. Also, Forza Horizon 5 Update scheint es kaputt gemacht zu haben. Oder ihr habt eine andere Erklärung für mich? Ich nicht. Muss sagen, allgemein jetzt so... Horizon 5 ist ja komplett verbuggt. Ne? Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Das Spiel ist... in Teilen unspielbar. Sind harte Game-Breaking-Bugs dabei. Oder Sachen, die man zumindest als Game-Breaking bezeichnen kann. Und selbst die Sachen, die nicht Game-Breaking sind, sind wirklich stört. Gab es jetzt auch diese 2000 Punkte für, dafür, dass man so viele Online-Probleme hatte. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie viel 3 Sterne sind. Ich meine auch, vorher war es so, dass man angezeigt gekriegt hat, wenn man die Sterne erreicht hatte, theoretisch.
Das haben sie jetzt scheinbar auch wieder geändert, weil... Weiß ich nicht, weil die ein bisschen geistig minder bemittelt sind oder so. Weil wir haben jetzt irgendwie... 180.000 Punkte oder so, schätze ich mal. Sogar die Universität dürfte ihren Spaß daran haben. Okay, wir haben jede Menge Rohdaten zum Hochladen auf die Server der Universität. Was ist mit Jamin? Welches Format ist ihm wohl am liebsten? Jay, poste einfach ein Video und tagge ihn. Sie schreit übrigens immer noch. Okay, 188.000, ja, wäre ganz gut geschätzt. Gut. Hey, Mirmiga. Wie geht es dir? Jetzt so? Für unsere letzte Stuntforschung geht es auf zum größten Gefahrenschild im Canyon. Klasse. Jays Idee? Eigentlich von der Universität. Physikabteilung. Aber Jay hat das Auto bereitgestellt. Das solltest du dir besser ansehen. Erstmal wollte ich mir den Wheelspin ansehen, aber scheinbar habe ich mir den noch im letzten Part angesehen. Ja, stimmt, da habe ich auch nochmal gesehen, dass es übel leckt. Wir porten selbstverständlich hin. Gar nicht, dass jetzt nur 1080 ist. Hochsprung. Sekunde, hab ne Idee. Was willst du? Oh, sie. Die Theorie gefällt mir. Sie, denn ich bin ein Mexikaner. AMG One. Über 1000 PS. Was meinst du? Wenn die Universität jetzt gerade meinen Puls messen könnte. Mein auch. Willkommen bei Horizon Rush. Bist du bereit? Kann man irgendwie eine Höhe anpassen, meinte Niki. Aber ja, aber keine Ahnung, wie es funktioniert. Keine Ahnung, was Jay zu Cousine Alle gesagt hat, um das Ding aus der Automesse zu kriegen. Vermutlich, dass es für die Wissenschaft wäre, oder? Ich hätte auch einfach meinen eigenen mitbringen können, by the way. Gab's ja für die Serie. Sieht alles wieder flüssig aus, okay. Ich bin übrigens der Meinung, dass das Video immer noch auf 14... Also auf 2K hochgerendert wird. Deshalb macht es für mich keinen Sinn, dass das jetzt irgendwie scheinbar performanter ist, aber ich habe auch keine Ahnung von der ganzen Scheiße, möchte ich mal anmerken, ne? Also wirklich gar keine. Aber ich muss sagen, Niki meint ja, der AMG klebt richtig an der Straße, aber gefühlt nicht halb so gut wie der Lambo Sesto. Mag das Gefahrenschild hier übrigens nicht, weil das richtig dumm ist. Aber mit dem ziemlich gut machbar, okay. What the fuck, ich bin einfach stehen geblieben. Inkredible! Fantastisch! Inkredible! Das coolste Ding aller Zeiten! Ich meine, das Experiment ist beendet. Wissenschaft ist wohl gute PR. Sehr schön, 3 Sterne. Das laggt zum Beispiel wieder ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Also wirklich gar nicht. Gut, wir haben das fertig. Dadurch haben wir auch die Auszeichnung gekriegt. Was ist das? Führe in Kapiteln von Testfahrer Horizon Straßenszene 10 Geschwindigkeitsfähigkeiten aus. Hä? Wir haben das doch überhaupt nicht gemacht, oder? Ach, keine Ahnung. Mach ich eh alle privat. Wir machen heute auf jeden Fall noch, Moment. Etwas anderes. Und zwar habe ich mir gedacht, ich bin gerade komplett geistig matschig, tut mir leid. Wir machen heute noch ein Showrun. Und zwar das letzte Showrun, das wir noch nicht haben. Und das ist das hier unten. Flut, Schweiß und Benzin. Wenn wir das gemacht haben, dann ist auch nicht mehr... Moment. +8 = 11. Dann ist auch nicht mehr so viel zu tun, tatsächlich. Also ich denke, ich könnte heute zu Ende aufnehmen, wenn ich Bock hätte. Und ich habe eigentlich Bock. Das leckt auch gerade bei mir übrigens. Und das sind halt leider nur 30 FPS. Weil das schon recht gut aussieht für 30 FPS, muss man sagen. Besitzt ja aktuell auch keinen
ja, mehr als 60 Hertz Monitor. Also, gibt ja 120, 144, dann wird es ja immer höher. Ich gibt auch, glaube ich, noch alle möglichen Zwischenstufen. Besitze ich auf jeden Fall leider nicht. Aber würde ich wahrscheinlich eh nicht drauf zocken, weil ich jetzt ja auf dem 4K-Display zocke. All den Rennfahrern und Piloten und Abenteurern, die ich kenne, sind sie am krassesten drauf. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, du bist bereit. Wer ist sie? Die... wie heißen die einmal denn? Jetskis? Okay, Schlüssel 5 Horizon, so ist fertig ab, hab ich. Entspannt, würde ich sagen. Wir spielen wieder auf... weiß ich gar nicht. Experte? Also zwei vor Ende. Das sind auch ganz seltsame Jetskis. Ich kenne Jetskis nur mit fester Dingens. Nicht mit so einem beweglichen Ding oben drauf. Aber wahrscheinlich brauchst du das, wenn du so richtig krasse Sachen fährst. Naja. Ich hoffe einfach nur, das scheiß Ding laggt nicht mehr und fertig. Weil das wird mich echt belasten. Ich glaube, man merkt das den ganzen Part jetzt, dass ich ein bisschen genervt davon bin, oder? Ich hoffe nicht allzu dolle. Im nächsten Part sollte mich das nicht mehr belasten, weil da habe ich ja gesehen, dass es alles flüssig läuft. Ich gucke mir das Video gleich nochmal an, hoffe, dass es wirklich dann flüssig läuft und dann bin ich auch beruhigt. Hab Freddy gerade schon geschrieben. Das heißt, Freddy weiß das schon, bevor der Part kommt. Der Part ist dieses Mal nur einen Tag im Voraus. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr so viel aufgenommen. Ich denke, ich werde heute den Rest aufnehmen. Heute oder zumindest die Woche über, dass ich dann fertig bin. Ich habe übrigens immer noch nicht das aufgenommen, was ich schon lange aufgenommen haben wollte, was ich ja schon lange angekündigt hatte. Also weder das eine noch das andere, und das andere ist auch schon wieder gestorben, weil... Also ich kann ja sagen, es war ein Call of Duty Teil und ich habe halt in eine Mail gekriegt, ja, die sind im Sale drin, und ich dachte mir so, ja okay, da kannst du die ja kaufen. Ja, die scheiß Spiele haben immer noch 30 Euro gekostet. Für ein 6 Jahre... Nein, warte mal. Ist der Teil von 11, den wir jetzt spielen würden, oder von 13? Also für ein 8 Jahre altes Spiel Minimum? Oder ist ja nicht, dass Call of Duty richtig geil war jemals. Das waren ja immer eher so okay Spiele. Aber ich weiß nicht, warum die so teuer sind, ey. Gar keine Ahnung. Frech. Einfach nur frech. Ich sehe es die ganze Zeit nur so im Augenwinkel und sieht schon die ganze Zeit laggy aus, aber ich glaube, das ist Einbildung jetzt. Das ist wirklich jetzt Paranoia. Die Rennen sind übrigens komplett dumm. Also wirklich 10 von 10 dumm. 2,22. 200 fast. Leider nur fast. Ja, entspannt war scheinbar auch nur ein gegnerischer Fahrer und der war auch nur ganz kurz hinter mir, logischerweise, ne? Ich streiche Schaurennen von der Liste. Ja, was für ein Sieg. Ich hab gerade erstmal komplett auf meinen Tisch gemacht, geil. Lässt du sie eine Weile in Ruhe. Ich glaube, verlieren sind sie nicht gewohnt. Ja. Ist ja nicht so, dass es gescriptet ist oder so. Ja, ganz viel Schrott gewonnen. Geil, toll, lecker. Gut. Ich habe übrigens angefangen, die ganzen Herausforderungen zu machen, also die Auszeichnungen heißen die, glaube ich. Da können wir jetzt mal reingucken kurz. Da muss ich Freddy gleich nochmal schreiben. Gewinne alle Schaurennen, haben wir dann nochmal gegönnt. Gewinne die Schaurennveranstaltung Flugschweiß und Benzin. Schließe die Schaurennveranstaltung Flugs und Benzin ab. Okay, das war's. Auszeichnungen. Gönnen wir uns erstmal das hier. Endlich ein Link. Wie man sieht, habe ich den Wild aus dem Posten fast fertig, bis auf die beiden Sachen. Und übrigens alle aus dem Posten, bis auf den Bacher aus dem Posten, weil... Also, erreiche eine Fähigkeitswertung von insgesamt 30.000. Das habe ich schon 800 Mal gemacht. Also, das ist wirklich gar kein Problem. Aber es zählt nicht. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Auto... Also, kann sein, dass man das mit dem Auto machen soll, aber es steht auch nichts bei. Straßenrennen habe ich fast fertig, Dirtrennen bin ich relativ weit, Querfeldein bin ich relativ weit, da habe ich noch gar nicht angefangen, glaube ich. Blitzerzone bin ich fast fertig, da fehlen mir zwei Autosachen, Gefahrenschilder fehlen mir, glaube ich, auch noch. Ah ne, gar nicht, da gab es neue Sachen, aber da fehlten mir eigentlich noch Autosachen. Ja, ein paar Sachen fast fertig.
Was ist das hier? Achso. Gewinne alle Schauer. Na, ist anders. Nice. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hau da rein. Achso, beim nächsten Mal übrigens, Straßenrennen. Bis dahin, hau da rein und tschüss.